Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed. Ja, in der letzten Folge hatten wir nochmal ein Gespräch mit unserem Meister Al-Mualim. Und der hatte uns zumindest mal unser Schwert und unsere versteckte Klinge wiedergegeben und uns direkt einen Auftrag erteilt. 9 Menschen müssen sterben und wir haben den ersten Hinweis, wo sich der erste aufhält, erhalten. Wir müssen nach Damaskus reisen und das werden wir jetzt tun. Laufen wir mal raus aus der Festung. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Okay. So, abwehren. Rück und halten Sie den rechten Trigger, um Angriffe abzuwehren. Dies ist die Verteidigungsstellung. Kampfmodus mit linken Trigger aktivieren. Jawohl, okay. Und mit X angreifen. Richtig. Das Werk eines Meisters. Krieg ich dann noch ein drittes Mal was unter das Kinn? Ja. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja. Okay. Wir verlassen mal das Tutorial. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So sieht's aus. Wir haben einen Auftrag. Und wir müssen aus der Stadt erstmal raus. Erst wir geben mal ein bisschen Gas. So. Was treibt ihn wohl so an? Müssen also hier runter. Ja, ich habe mich entschieden, vorerst nicht speziell jetzt nach zum Beispiel diesen Flaggen zu suchen, wie jetzt zum Beispiel da oben auf dem Gebäude. Glaubt ihr, dass ihr von jemandem... Diese da. Diese kann man hier nämlich einsammeln. Masyaf-Flagge eingesammelt. 1 von 20 Assassinen-Flaggen wurden in Masyaf gesammelt. Ja, ich kann die jetzt alle suchen. Und, aber ich werde nochmal recherchieren, ob das irgendeinen Einfluss hat auf die Story oder auf irgendwas, was wir damit noch freischalten könnten, was vielleicht interessant wäre. Wenn ja, dann mache ich das offscreen. Ansonsten lassen wir das erstmal so sein und konzentrieren uns einfach so auf die Hauptstory. Das ist, denke ich mal, das Wichtigere. Und vielleicht mache ich den Spielstand dann 100% so privat. Und wie gesagt, wenn es irgendwas Interessantes gibt, dann schneide ich das irgendwie rein. Aber jetzt aktiv danach zu suchen, will, glaube ich, zu viel Zeit in Anspruch nehmen und ist dann auch entsprechend langweilig, denke ich. So, wir gehen mal aus der Stadt raus. So. Auf Pferd aufsitzen. Drücken Sie neben einem Pferd auf A oder B, um es zu besteigen. Ich möchte eigentlich nur drauf reiten. Wobei, ja, das macht es auch nicht besser. So, wir nehmen uns mal das hier. So, okay. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Denn wir haben einen etwas weiteren Weg vor uns nach Damaskus. Okay, springen können wir auch, das ist schon mal gut. Und nochmal, jawohl, gut. Und ab in den nächsten Abschnitt. So. Jetzt kommt, glaube ich, gleich wieder so eine Ladesequenz. Ja. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere Gegner ab. Ja, ja, wir kriegen da immer so halbwertige Tipps. Halbwertig, weil die Ladezeiten zu kurz sind, damit sie aussprechen kann. So. Der flieht doch. Und wir haben auf dem Radar einen Adler. Gebäude in der Adlerkreis sind Aussichtspunkte. Erklimmen Sie sie, um das Umland zu erblicken. Zu überblicken. Ja, auch das werden wir tun. Wir dürfen dabei nur nicht gesehen werden von den Soldaten, weil die mögen das nicht so, wenn man da oben rumkraxelt. Das heißt, wir gehen immer an die Seite. Dann da hoch. So, zum Glück haben wir die Fähigkeit Klettern nicht verlernt. Das wäre äußerst ungünstig. Dann da dran und hoch. Und für die, die es noch nicht wissen, die werden gleich sehen, warum ich am Anfang meinte, dass der Adler so ein wenig an Assassin's Creed erinnert. So, wir synchronisieren. Das heißt, wir blicken uns um und decken damit ein Stück der Karte auf.
Aussichtspunkt erreicht. Einen von 12 Aussichtspunkten im Königreich erklommen. So. Jetzt können wir wieder da runterspringen. Und jetzt, Achtung. Der Adlerschrei. So. Das Schwarze war unsere. Nehmen wir das. So. Was geht vor? So, benutzen Sie die Karte, um Missionsziel und Nebenaufgaben zu finden. Sie können auf der Karte auch einen eigenen GPS-Marker setzen. Moment mal. Karte, so. Zum Beispiel. Ja, jetzt haben wir... Momentchen. Ah, so gehen wir zoomen. Okay. Ja, wir haben jetzt hier den Weg freigeschaltet, beziehungsweise aufgedeckt auf der Karte. Alles andere, wie ihr seht, ist noch so ein bisschen verdunkelt, wo man auch schon erahnen kann, wo die Wege hergehen. Der nächste... Wir müssen nach Damaskus, da wo es blinkt. Okay, und der nächste Aussichtsturm wäre also dort. Das heißt, wir müssen nach links. Und so zeigt es uns auch unser GPS unten an. Ja, die Soldaten sind anscheinend schon feindlich gesinnt. Das heißt, die sind direkt hinter uns her. So, ich hoffe auch, dass das hinhaut. Ich habe nämlich gesehen, dass YouTube nach dem Hochladen momentan rumzickt, was die Dekodierung der Videos angeht. Das heißt, ich lade mit hoher Qualität hoch und dann, was da rumkommt, ist irgendwie verschwommene Matsche. Ich hoffe, dass das gerade, wenn wir jetzt schon hier reiten, da sind ja, sag ich mal, die Bilder ein bisschen schneller, dass das nicht zu sehr verschwimmt. Wenn ja, dann tut es mir leid, ich kann da momentan nicht viel dran ändern. Es liegt an YouTube, es sei denn, jemand weiß, wie man das irgendwie beheben kann. Denn nach dem Encoden, nach den Rendern, habe ich immer gute Qualität, nur erst nach dem Hochladen nicht mehr. So, au. Na, komm her. Okay, gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. So. Also ich habe mich selbst schon gewundert. Ich habe nichts an den Einstellungen verändert und von einem auf den anderen Tag spuckt YouTube da auf einmal so eine Suppe aus bei den Videos. Ich habe jetzt schon mal beim Rendern die Bitrate ein bisschen hochgeschraubt. Das macht das nicht nur das Rendern viel, viel länger, sondern das, die Videodatei auch dementsprechend größer. Ich bin jetzt bei der dreifachen Größe schon. Aber es macht es auch ein bisschen besser wenn nach dem Hochladen, aber YouTube macht da immer noch so eine Suppe draus. Also wie gesagt, ich weiß momentan nicht, wie ich das ändern soll. So, zweiter Aussichtspunkt. Und dann springen wir wieder nach unten. So. Karte aktualisiert. Und können, hier kommen wir auch direkt auf die Karte. Ich verstehe, das ist gut. So, wir müssen immer noch weiter nach links. Konnte man nicht irgendwie sein Pferd rufen? Jetzt hat schon wieder jemand im Blick. Das heißt, wir verschwinden mal schnell. Lass ihn nicht entkommen! Bleib stehen! Ja, wir haben uns natürlich schon entdeckt. Aber wir sind direkt aus dem Sichtfeld, weil wir schneller sind als er zu Fuß. So, dann... Moment, wo müssen wir denn lang? Ja. Ah, hier sind auch Soldaten. Mist! Da ist der Weg, glaube ich. So. Zeigt dir das jetzt jedes Mal an, da links? Einmal würde ja reichen, wenn man hat es ja verstanden. Also wenn er das immer anzeigt. Nicht unbedingt nötig, aber naja, gut. Also noch mehr Soldaten, jetzt haben die uns wieder im Blick. Naja, doch nicht, okay. Die nach unten gucken ins Tal. So, das heißt... Oh, wir sind hier beim nächsten... Ja. Wir sind hier beim nächsten Aussichtspunkt. Klettern mal da hoch, wenn wir da hochkommen, ohne dass die uns da runterholen. So. Und direkt da runter. Das hat der gar nicht mitbekommen, obwohl der daneben stand. Auch lustig.
Er ist weg. Richtig. Er ist wohl in einen anderen Bezirk geflogen. Ja, so sieht's aus. Das heißt, wir sind wieder untergetaucht. Dann können wir mal gucken, ob wir jetzt hier hochkommen. Das sieht gut aus dort. Na? Reinitialisierung? Was? Ah, das war nur wegen dem Aufgedecktsein, alles klar. So, dran springen und weiter nach oben. Dann haben wir den nächsten Aussichtspunkt. So. Na gut, das Gebiet hätte ich jetzt auch da von der Klippe aus überblicken können. Hätte ich jetzt so gesehen nicht hochklettern müssen, aber... Naja, das Spiel will es so, also machen wir das. So, dann sind wir wieder unten. Schnappen wir uns unser Pferd. Soldaten sind schon wieder aufmerksam auf uns. Geben ist aber er auf Gas. Der Flucht? Ja. Ja, sind wir. So. Das heißt, weiter nach Norden, den Weg entlang, auf nach Damaskus. So. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. In Zukunft, wenn wir so längere Reisen haben, ob ich die dann einfach rausschneide oder sozusagen einfach ein bisschen vorspule. Könnt ihr vielleicht mal auch sagen, was ihr da so wollt, ob ihr diese Reisen immer mitbekommen wollt oder auch nicht. Könnt ihr ja mal sagen. So. Das ist, glaube ich... Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie Bogenschützen und Wachen aus dem Weg. Ja, und kommt wieder nicht dazu, zu Ende zu quatschen, weil die Ladezeit zu kurz ist. Ja! Ach ja, so. Das ist halt der Vor- und der Nachteil der PC-Version gegenüber der Konsolen-Version. Dass die Ladezeiten hier eben deutlich kürzer sind. So, dort ist aber auf jeden Fall Damaskus. Nicht auch schön gemacht hier, so mal, wie man die Städte zureitet. Bürger retten. Bürger, die sich vor Soldaten retten, werden ihnen im Gegenzug ebenfalls helfen. Okay. Wir können tun, was uns gefällt. Na? Moment. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum? Jetzt. Vorsicht jetzt! Ungläubiger! Das kostet dich den Kopf! Dein Leben. Okay. Ja. Autsch, autsch. Au. Okay, das muss ich noch ein bisschen üben. Problem ist, da, so, jetzt. Zack, das Knie. Okay. Gut. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Tu das. Wer könnte das getan haben? Die Gelehrten helfen ihren Wachposten vorbeizukommen, drücken sie Arme zwischen ihnen unterzutauchen und suchen sie auf dem GPS nach deren Symbol. Alles klar. Gut, das Pferd lassen wir dann mal stehen. Dann laufen wir mal zu den hin. Tauchen unter und dann laufen wir mit denen in die Stadt rein, weil alleine werden die Wachen uns nicht durchlassen. Denn die würden uns, wenn wir alleine kommen, sofort erkennen. So sehen wir aus, als wären wir Teil der Gelehrten. Ja, kommt nur, ich zeige euch mein ganzes Angebot. Jawohl, machen sie schön Platz, sehr gut. Noch an den anderen da vorne vorbei und dann können wir uns, glaube ich, wieder freier bewegen. So, ich warte noch ein Momentchen. Dass wir noch einen Ticken weiter sind. Hier so um die Ecke, da hinten kommen schon die nächsten Soldaten, deswegen gehe ich jetzt mal hier raus. So, okay. Wir sind... Oh, da kommt eine Wache. In Damaskus angekommen. Jetzt müssen wir nur den Rafik finden, den der Meister ja schon davon unterrichtet hat, dass wir kommen. Das heißt, wir klettern mal hier hoch.
Ihr werdet nirgends besser fahren, wenn sie meine Auslagen. Alles ist neu. So, keine Wache hier oben. Da ist ein Aussichtspunkt. Und eine Flagge. Es gibt nämlich in jedem Gebiet diese Flaggen. Und eine von 100 Flaggen. Bis ich die alle habe, ich glaube, das erspare ich euch dann doch. Also das mache ich, wenn, dann offscreen. So. So, dann schauen wir uns mal hier um. Und dann werden wir, glaube ich, sehen, wo wir hin müssen, wenn wir hier oben hochgeklettert sind. Na, hoch. So. Aussichtspunkt erreicht. Einer von 9 Aussichtspunkten im Armenviertel von Damaskus. So. Gut, dann schauen wir mal auf die Karte. Da, ins Büro. Da müssen wir hin. Wir haben aber auch, wie ihr seht, noch andere Missionen. Taschendiebstahl und Informantenherausforderung, Dachrennen. Ich würde aber trotzdem sagen, was haben wir hier noch? Bürger retten. Das sind alles so Bürgerretten-Missionen. Okay. Die Adler sind die Aussichtspunkte. Und das da sind die Gelehrten, ne? Okay, gut. Ich würde aber trotzdem sagen, wir laufen erst einmal zum Büro. Das heißt, wir setzen uns da mal eine Zielmarkierung hin. Dann ist die auch auf unserer Karte. Dann geht's hier runter. Zack. Und, na, der tut uns nichts. Alles klar. Dann gehen wir zum Büro als allererstes. Und dann machen wir nach und nach die anderen Missionen. Obwohl, wie sind wir gerade hier bei einem Bürger? So, versteckte Klinge. Okay, das hat er dann doch gemerkt. Ich brauche unbedingt diesen, diese Konterfähigkeit wieder. Weil ohne die ist es doch sehr schwer. Oder, das heißt sehr schwer, es ist auf jeden Fall schwerer. Na komm. So. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ist klar. Gut. Dafür, dass wir dem Bürger geholfen haben, haben wir jetzt diese Typen hier. Und die, helfen uns, glaube ich, genau, die Partisanen helfen ihnen, indem sie ihre Verfolger ablocken, suchen sie vom Jason nach... Ja, da, genau, der hält ihn jetzt nämlich fest, die Wache, und in der Zeit können wir nämlich, die Biegefliege machen. Und, verschwinden. Da müssen wir nicht gegen die kämpfen. Das klappt natürlich nur dort, wo die Partisanen gerade, rumlaufen. Aber, da sie jetzt zufällig gerade da waren... Sehr gut. So. Über die Dächer geht es natürlich immer schneller als untenrum. Da, Moment. Da ist nämlich noch eine Flagge. Ne, die ich so direkt sehe, kann ich ja dann auch mal mitnehmen. Die sind immer noch auf der Suche nach uns, ne? Mal gucken, ob wir uns eben hier verstecken. So, da rein. Schwupp. Ne, wird grün. Was soll's? Der Herr hat dich sowieso. Alles klar, Initialisierung. Und hier rüber. Und da ist schon das Büro. Büro des Verbindungsmanns. Der Eingang zum Assassinenbüro befindet sich auf dem Dach. Ja, wir sind ja schon auf dem Dach, das heißt, wir müssen jetzt hier runterklettern. So. Und dann sind wir da. Guten Tag. Alter, ihr. Schön, euch zu sehen. Und ihr mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet.
Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler, fängt im Sukh-Bezirk an. Ich schlage vor, dass ihr die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Bazar nordöstlich von hier, die Madrasa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Altair. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut, dann geht. Gut, okay. Ich muss mal eben schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Ich bin da nämlich, glaube ich, gerade auf den Aufnahmeabbrechen-Knopf gekommen und deswegen hattet ihr, glaube ich, einen kleinen Cut drin. Ich hoffe, es läuft noch. Ich schaue mal eben kurz nach. Momentchen. So, ja, die läuft noch. Beziehungsweise wieder, wahrscheinlich. gut. Das heißt, wir müssen herausfinden, müssen Informationen beschaffen. Und ich glaube, das machen wir dann ab der nächsten Folge wieder und ich hoffe, dann seid ihr wieder dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Das hilft mir, unterstützt mich und ich würde mich darüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.